Na dann. Hi. So, Menschen. Super Nintendo-Spiele stehen wieder an. Ich mach mal hier das für euch ein bisschen lauter. Mich ein bisschen leiser. Und dann würde ich sagen, erstmal danke, Wolde. Schön, dass du meinen Kanal gefunden und abonniert hast. Ich bin auf der ewig währenden Mission, meine Super Nintendo-Spiele zu spielen. Und das erste davon aus der Kategorie D, weil beim letzten Mal alles bis dahin gespielt, ist das hier. Daffy Duck in Marvin Missions. Ich pressiere Start. Und das Spiel reagiert darauf nicht. Jetzt geht's los. Okay. Also los, Daffy Duck. Übrigens, ein kleiner Hinweis. Falls ich gruselig in die Kamera starren soll die ganze Zeit, ich teste gerade eine KI-gesteuerte Nvidia-App, die dafür sorgt, dass ständig Augenkontakt zur Kamera gehalten wird. Das ist Blödsinn. Ja. Planet Magma, Typ Resort, Größe ziemlich groß. Atmosphäre, ja. Marvin sorgt hier für Ärger. Halt ihn auf. So, wir haben ein Budget zugeteilt bekommen, wie es aussieht. Mit dem wir hier machen können. Nutty Attack, die Ausflip-Attacke. Ein Continue Gem. Wir nehmen Elektroknarre, ne? Oh, wir haben mehr davon. Dann nehmen wir mehr davon. So, 100 über. Dafür kriegen wir nicht viel. So. Das sieht gut aus, ne? Los geht das. Ich habe übrigens vor, mir ein Mikrofon zu kaufen, das nicht so sehr ans Bild hängt. Damit man auch sehen kann. Wir nehmen erstmal die Endlose hier. Nice. Nein. Kann ich irgendwie. Okay, Escape. Schild benutzen auf diese Weise. Okay, das ist dann die Nutty-Attack. Wie hab ich das gemacht? Okay, springen wir nochmal halten. Das ist ein Double Jump. Ja. Ja, Rückschlag. Scheiße. Okay. Ich krieg dich. Du bist gebüht. Oh, geht recht gut von Hand das Spiel. Könntest du ein Leap of Fate machen hier? Ich könnte aber auch einfach fliegen. Mehr Treibstoff. Da könnte ich jetzt auch rüberschauen. Schau ich drüber, ich trau mich nicht. Nein! Oh, Glück gehabt. So. Erstes Spiel hier im Stream und es geht gleich los. Moneten. What? Okay. Drin. Noch mehr Geld. Das brauche ich später, um mich auszurüsten, falls ich hier lebend rauskomme. Wahrscheinlich wie gerade, Gänger. Die Freeze Gun. Nicht dich. Ah, okay. Hätte ich wahrscheinlich mit normaler Munition auch machen können, ohne dass da was passiert wäre. Komme ich denn da hin? Okay. Kann ich da durch die Wand glitschen irgendwie? Nein. Schade. Kann doch mal, falls ich irgendwie auffällig die ganze Zeit die Kamera starren sollte, ist, weil ich gerade eine Nvidia-Kamera-App benutze, die für Videokonferenzen gedacht ist. Mit dem Effekt ständiger Augenkontakt. Ich gucke also gar nicht wirklich hin. Ich gucke eigentlich auf den Bildschirm und nicht die ganze Zeit zur Kamera. Das wird wahrscheinlich ein bisschen merkwürdig aussehen.
Aber ich schaue mir das dann später mal an, wie das alles aussieht. Nein! Hab ich einen Treibstoff erwischt? Ich habe einen Treibstoff erwischt. Ah, das war gar nicht mal so schlau von mir, ne? Ich komme da bestimmt drüber. Kein Problem, ja. Kein Problem, sage ich. Wir regeln das hier. Whoop, wir ignorieren dich mal und weg. Weg. Weg, weg. So, wir haben schon läppische $300, mit dem wir uns quasi gar nichts machen. Oh, ich kann auch hochschießen. Wusste ich nicht. Komm runter, Plattform. Ich konnte mir auch am Anfang diese Bombenpistole kaufen. Wahrscheinlich hätte ich mit der sowas wegsprengen können. Ist dann halt so, ne? Gesundheit ist ein Fläschchen. Lava Lakes Casino. Massenhaft Moneten. Oh, noch einer. Das ist die Drei-Wege-Pistole. Heißt sie zumindest. Bück dich mal. Oh. Ja! Er hat den Monopoly-Mann gerettet. Sehr schön. Ja. Ein glitschendes Spiel, was ist das? Gehen wir erstmal auf die unteren Ebene. Ne? Kann ich noch was machen? Nein. Weg. Aha. Da geht's zum Pool. Das ist ja ein Ressortplanet hier. Dann muss ein Lava-Becken mehr als was Angenehmes. Das bist du. Bleiben. Feuern! Was ist mit dem Spiel los? Also es läuft nicht ganz rund mit dem Emulator hier. Übrigens Mensen S. Oh. Könnte sicher die Einstellungen ändern dafür, aber gerade einfach nur Spiele durchtesten, der Reihe nach, alphabetischen. Oh, werde ich mir das nicht machen tun. Oh. Außer Spiel ist gut. Dann kriege ich vielleicht nochmal separat dazu zurück. Bring mir Geld. Oh oh. Da lang. Nein, immer noch da lang. Ja, zerlegt. Wieder leben. Ah, das läuft erstaunlich gut. Ich starte das ja auch für YouTube. Ich denke mal, wenn es lang genug wird, dann wird das eine einzelne Folge. Alter, so eine Wumme. Dickes Ding hast du. Komm ich so. Oh, ich schaffe es. Oh, das ging wirklich. Ich hatte da keine Ahnung. Ah, lang. Ah, er ist da. Ach, Mann. Scharf. Läuft. Ja, ich bin erstaunt. Normalerweise komme ich mit der Steuerung von irgendwelchen Spielen, die ich zufällig teste, nicht klar, aber hier geht's. Kann ich eigentlich in Türen reingehen, wenn ich hochdrücke? Oh, hi. Oh. Auch mal Mikro anders eingestellt. Ich hoffe, dass ich ganz abgehackt klinge. Ich habe den Schwellenwert für Geräusche ein bisschen gesehen. Oh. Jupp. Nein. Zerlege dich. Hier ordentlich Monettas. Hier komme ich
Hier geht's wieder aufwärts. Was ist da? Oh, hier ist wieder tot. Ich hab keinen Treibstoff. Mein Jetpack kann da nicht rüberfliegen. Aua, aua, aua. Jeder von denen bringt 50 Tacken. Das ist eine anerkannte Währungseinheit. Bitte nicht wundern. Das ist mehr so Metroidvania hier. Gibt es eine Karte? Was wäre denn hier so direkt? Da, tatsächlich. Ah. Das ist eine Sackgasse eigentlich mit Dana. Mut, sagt er. Das ist Munition für mich. Schön. Nein! Ah. Linke kleine Plattform. Aua, aua, aua. Ah. Mach ich sowas nicht, bitte. Hm. Ach, ich mal zurückschalten. Gut. Muss mal einen richtigen. Oh nein. Gesehen, dass er getropft hat. Schade natürlich für mich. Hi. Okay, hier können wir hoch. Freeze-Gun. Ja, du bist eingefriest. Naja, wir geben also nur einmal Geld. Verstehe. Kann ich da durch? Nein. Das ist unheimlich. Ich glaube, dieses, die Augen auf der Kamera halten läuft zu gut. Hier war dieser Klasse. Okay, wir kommen ja da. Schön. Da drauf. Aufmerksamer sein. Komm ich darauf? Ist nichts. Ja. Ich mir gleich die Freeze Gun. Rutschwurz fortbewegen. Hab ich heute schon cool gesagt? Cool. Ja, hier geht's weiter, richtig. Nein! Ich sterb schon. Ja, Monopoly Mann, du bist gerettet. Es geht weiter. Ich dachte, der Level wäre vorbei. Schön. Das Spiel ist für mich interessant genug, um es weiterzuspielen, bis ich mal den Geist aufgebe. Dann bist du vorsichtiger, die Dinger. Ach, muss ich doch. Echt stark.
gibt's nicht. Hier durchkriechen oder so? Kann ich mich mit Rückstoße durcharbeiten? Cool. Haha. Oh. Das war wohl nicht erlaubt. Das wusste ich nicht. Versteckter Treibstoff. Okay. So komme ich ja auch wieder raus, denke ich. Lava-Monster. Weg mit ihm. Also ob ich jetzt die Frostpistole benutze oder meine normale Pistole, scheint vollkommen egal zu sein. Ah, ich hab eine Menge Zeug gepasst, was ich gesehen hab. Das Spiel ist gar nicht mal so schlecht. So dummes Klingt. Wenn man ein Spiel mit Daffy Duck denkt. Wir wollen Gesundheit. So, da oben ist das Hühnchen. Ich denke mal, es geht darum, auf der gesamten Karte alle Monopoly-Männer zu finden. Wow! Ich habe keinen Treibstoff mehr. Könnte ich aber gebrauchen. Denke. Wenn man sich hier softlockt, habe ich es vermasselt. Komme ich ja nicht mehr raus. Ja. Hier ist nur Laver. Hm. Nee, steck ja fest. Hätte ich fast gesagt, aber das macht man da nicht. Das ist eine sehr kleine Karte. Also ich versuche es nochmal. Ich muss irgendwie finden. Ich glaube, ich hab's gefunden. Das ist das Ende. Das Dumme ist halt, dass ich nicht wirklich weiß, was ich hier eigentlich suche. Also wie gesagt, ich denke, es sind die Monopoly-Männer. Treibstoff! Nichts. Oh. Na gut. So, ganz genau, das war Duck Dodgers. Und wir gehen jetzt weiter nach Darius Twin oder Darius Twin oder auf geht's. So was. 1000 Jahre auf der Erde zu flohen und so. Vor tausenden Jahren. Die Nachfahren von Proko und Tiet etablierten eine Föderation in der Galaxis auf dem Planeten Ora. Aber jetzt Belsas, Ive, böse Allianz und Darius auf Darius und wurden ihre aggressive. Ja, geht da. Setzen ihre aggressive Invasion fort.
Aber nach einem Jahrtausend sind die jetzt hier mal bereit, sich zu kloppen. In Darius Schwein von Taito. Schön. Ja. Darauf mal ein Cappuccino. So. Pressiere Start wieder mal. Eine Demo, das bin ich nicht. Ein Spieler reicht. Okay, ich kann. Knopf gedrückt halten, reicht aus. Ausgelöscht. Ja, diese. In diesem Genre ist das immer. Leider. Man muss aufpassen. Wird quasi erwartet, dass man nicht stirbt. Gamorva. Ja, ich hab's gesehen, du darfst das Spiel neu starten. So, ich will sehr drücken. Ich starte wirklich komplett von vorne. Okay. Nein! Was ist mein Power-Up weggeflogen? Ich brauch mein Power-Up. Schild? Weicht da einfach aus. Nein, sie verteidigen sich. Na? Kann mich besser sehen, ne? Aber. Kamera flackert. Guck mal wieder auf. So. Und wieder in der ersten Sekunde draufgegangen. Aber gut, dass ich zwei Leben. Wieder normale Menschen. So, ich habe ein paar Sekunden ein Schild. Darf dir aber nicht zu lange zu sehr vertrauen, wie ich weiß. Da ein großer Fisch. Ein sehr starker Fisch. Wow. Okay, das war also dieses Spiel. Ist in Ordnung. Kommen wir jetzt zu Days Before Christmas. Auf geht's.